Ja, guten Tag auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute hier so zahlreich in diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Das ist ein bisschen sportlich für das Thema, was ich mir hier vorgenommen habe und wo mir meine Kollegen natürlich auch mich unterstützt haben. Ich will Ihnen ganz kurz was zum Hintergrund sagen. Hintergrund ist, dass wir für einen großen Pharmakonzern schon seit langem so eine Content Factory betreiben. Das heißt, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, haben wir hier mit einfließen lassen. Der zweite Punkt ist, dass wir hier ein Beratungspaket gemacht haben, was wir bei anderen großen Konzernen durchgeführt haben. Und das will ich Ihnen heute eigentlich vorstellen. Content Factory klingt natürlich erstmal nach verteiltem Arbeiten. Also der Klassiker, hier sehen Sie ihn, Mr. Chaplin, Modern Times, kennen Sie sicher. Das heißt, hier sollen Arbeitsaufgaben sauber und effizient geteilt werden. Sie wollen eine möglichst hohe Qualität erzeugen mit einem minimalen Aufwand und das alles zum Thema Content. Bevor wir uns jetzt aber den Themen Qualität und Effizienz und Projektsteuerung etc. widmen können und wie man das Ganze implementiert, muss man, glaube ich, noch mal eine Frage vorausstellen. Und das haben wir auch in diesem Beratungsmandat dann gemacht und das möchte ich Ihnen natürlich hier nicht vorenthalten. Die erste Frage lautet nämlich, was ist überhaupt Content? Wenn Sie die Vorgehensweise, die die TTS hier seit einigen Jahren mit sich trägt und Erfahrungen, die wir in unseren großen Trainingsprojekten gewonnen haben, die wir in unseren Beratungsprojekten gewonnen haben, ist eigentlich die, dass man den Content in drei Sorten unterteilen kann, nämlich warum ich etwas tue, was ich tatsächlich dann tun soll und das Letzte, das Handlungswissen, wie ich das Ganze dann mache. In der guten alten Welt und in vielen Firmen passiert dies durch klassisches Präsenztraining. Ja, das ist nichts Neues und das ist auch nichts, was definitiv schlecht wäre, sondern da gibt es große Erfolge, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das effizient und gut auch machen kann. Und das ist sicherlich etwas, was uns als Arbeitnehmer ein Leben lang begleiten wird und auch sinnvollerweise begleiten. Dazu gesellt hat sich seit einigen Jahren, jetzt mittlerweile schon vielleicht seit einigen Jahrzehnten, das Thema E-Learning. Jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Logistik-WBT. Das heißt, die Effizienz von Präsenztraining und E-Learning ergibt ein Blended Learning-Konzept. Und das ist, glaube ich, das, was in den meisten Konzernen heutzutage eine wichtige Rolle spielt und womit viele von ihnen sich befassen. Das wären also zwei Sorten von Content, die erstellt werden müssen. Unterlagen für die Schulung, die Durchführung der Schulung, Übungsunterlagen für die Schulung und natürlich die WBTs dazu. Und wir würden jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und das will ich Ihnen kurz vorstellen. Das heißt, wir sagen, wir haben hier am Anfang eine Motivation. Das kann ein Town Hall Meeting sein, in dem man den Mitarbeitern die Neuerungen der Prozesse, die Neuerungen der Systeme, die Neuerungen der Abläufe entsprechend motivierend vorstellt. Dann kommt das große Thema der Konzepte, die verstanden werden müssen. Das ist das wirkliche Thema des Change Managements. Change Management umfasst natürlich hier alle Bereiche. Aber ich glaube, hier liegt ein eindeutiger Schwerpunkt vom Change Management, dass Konzepte verstanden werden, dass Prozessänderungen verstanden werden, dass eine Vorher-Nachher-Analyse sauber gemacht wird. Wir haben hier strukturiertes Lernen. Auf der rechten Seite sehen Sie das dann auch mal ausgeführt. Und darunter gibt es auch einfach von der Menge des Contents gesehen einen weiten Bereich. Wenn ich jetzt mal an IT-Lernen denke, damit würde ich mal anfangen, also für IT-Anwendungen, gibt es einen großen Fuß dieser Pyramide, wo es Inhalte gibt, die wir nicht täglich brauchen, die wir aber, wenn wir sie nicht wissen, uns leider nicht weiterhelfen, weil sie uns halt durch Systeme führen und so weiter. Und das ist ein Informationswissen. Wenn Sie heute mit der Straßenbahn, ins Büro gefahren sind oder mit der U-Bahn oder mit einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel, sehr umweltbewusst, dann werden Sie gesehen haben, dass jeder zweite Mitfahrer in Ihrem Zug oder in Ihrem Bus auf sein Smartphone guckt und sich irgendwelche Informationen irgendwo herzieht. Von Spiegel Online angefangen, über WhatsApp oder was auch immer. Das heißt, es ist immer eine Form von Pull. Ich hole mir irgendwelche Zusatzinformationen her. Auch das ist etwas, was man, glaube ich, für die Content-Fabrik im Hintergrund behalten sollte. Wie sieht das Ganze denn aus? Ich habe das jetzt hier nochmal unterteilt und ich würde Ihnen jetzt einfach mal Beispiele zeigen, jetzt fürs elektronische Lernen, heute der Schwerpunkt dieses Webinars, wie sowas dann aussehen könnte. Ich würde Ihnen jetzt erstmal zum Thema Motivation ein Beispiel zeigen, was wir für die FIFA, also den Internationalen Fußballverband, gemacht haben, die ein
Lernprogramm haben wollten zum Thema Compliance. Kann man dann drüber lachen oder auch nicht? Und da zeige ich Ihnen einfach mal kurz den Trailer, damit Sie hier einen entsprechenden Eindruck bekommen. Compliance is a key issue for FIFA. Although bribery is punishable, it is still a widespread phenomenon. FIFA, however, practices zero tolerance of bribery and corruption. We provide guidelines and training material to make sure that all our partners respect the rules of our game as well as our business. Please regard the FIFA Code of Conduct. It defines the most important values and principles for behavior and conduct within FIFA. Don't forget, our reputation is key. Gut, das war relativ lautstark. Nichtsdestotrotz glaube ich mal ganz eindrucksvoll, wie so eine Motivation sein könnte. Und selbstverständlich, deswegen ist es halt auch die Spitze der Pyramide. Hier wird nicht Content in einem großen Maße erzeugt. Sicherlich, also weil es macht jetzt keinen Sinn, jetzt 50 solcher Filme zu produzieren über die verschiedenen Aspekte von Compliance Regulations, ja, die man in der FIFA oder in anderen Konzernen hat. Sondern wir brauchen hier eine Motivation, um die Mitarbeiter zu begeistern, für das Thema etwas zu tun. So viel vielleicht einfach mal darum, dann einen Eindruck zu bekommen. Wenn man sich das jetzt hier weiter ansieht, dann haben Sie hier nochmal ausgeführt, was für Veranstaltungen man dann macht, eben Infoveranstaltungen im oberen Bereich, Workshops, Seminare, Webinare, auch Standard-DBTs im mittleren Bereich. Und unten haben wir dann hier auch Guides aufgeführt. Auch das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Das ist ein Produkt, einige von Ihnen werden das sicherlich schon mal gesehen haben. Wenn ich jetzt hier auf meinen Desktop gehe zum Beispiel und habe hier unten eine kleine Orange, mit der ich jetzt kontextsensitiv irgendwas suchen kann. Und für mich jetzt mal einfach den Fall, dass ich irgendwie meinen Dienstwagen kaputt gefahren habe, dann klicke ich hier einfach drauf und kriege entsprechend jetzt im Moment dann Guides angezeigt zu Windows 7, weil das die Applikation ist, die hier im Moment läuft, kontextsensitiv. Und ich schreibe jetzt hier einfach mal rein, was ich was Guides schneiden, weil das mein Problem ist, sucht das entsprechend raus und dann schlägt mir das System die Guides vor, die hier passen. Sie sehen, es gibt dann auch eine Bewertung und dann kann ich das Ganze starten. Es sind sehr kleine Dateien, die haben nichts mit E-Learning im eigentlichen Sinne zu tun. Was der Guide dann macht, ist, dass er mich durch die Live-Anwendung hindurchführt. Also Sie haben sicherlich viele IT-Anwendungen in Ihrem Hause, zur Reisekostenverordnung, Employee Self-Services, wie das auf Neudeutsch dann heißt, wo Sie immer wieder gucken müssen, wie bedient man das nochmal. Sie müssen Berichte aufrufen, weil Ihre Chefin oder Ihr Chef danach fragt. Und dann können Sie halt mit so einem Guide hier automatisch dadurch navigieren. Der ist sehr einfach und sehr schnell in der Erstellung. Er würde immer zu 100% bei Ihnen im Hause erstellt werden. Und Sie folgen ihm einfach hier durch das SAP-System, so wie Sie mit dem Auto einem Navigationssystem folgen. Und haben hier noch verschiedene Regularien angezeigt, die man halt entsprechend sehen kann. Ich würde das hier auch abbrechen, es ist ein Randthema, es zeigt aber nur, dass wenn Sie an ein IT-Projekt rangehen, dass man dann sich schon fragen muss, was mache ich nach alter Mütter- oder Väter-Sitte an Content-Erstellung, welchen Content brauche ich eigentlich? Und welchen Content benötige ich nicht? Gut, wechsle ich wieder zurück auf meine Präsentation. Noch ein Wort zum Thema E-Learning-Einsatz in großen Projekten. Ich gehe hier mal ein bisschen relativ schnell durch. Wir hatten Anfragen von und haben da auch einen großen Auftrag gewonnen bei einem österreichischen Konzern. Da war die Anfrage, könnt ihr 120 Stunden E-Learning für uns produzieren? Da haben wir dann gesagt, das kann man machen, ja, also für eine SAP-Einführung, aber macht das wirklich Sinn? Ist das wirklich vernünftig, so viel Content dazu machen? Wer soll sich das alles angucken?
Und was wir dann geliefert haben, war eben der Pyramide folgend, ein Versuch zu sagen, wir machen einiges im Bereich Motivation, um das Thema Change Management mitzunehmen. Wir machen einige Best Practice WBTs, auch für Prozesse. Und darüber hinaus wird einfach nicht ein Monument hingebaut, was nachher kein Mensch nutzt. Was Sie dann am Ende bekommen, ich gehe hier ein bisschen schneller durch, was Sie nachher bekommen, ist, dass Sie eine Lernlandschaft erhalten. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Aspekt. Das betrifft natürlich dann auch die Content-Produktion. Das heißt, Sie haben eine Werbeagentur, die für sowas wie diesen FIFA-Trailer, den wir für die FIFA gebaut haben, dann zuständig ist. Sie haben eine Schule, wo ganz klassisch unterrichtet wird. Sie haben ein Theater, wo ein Townhall-Meeting stattfindet. Und Sie haben eine Bibliothek, wo die Endanwender selber hingehen und zu gewissen Themen dann Hilfe suchen. Das war das Beispiel Guide für SAP. Das heißt, wir präferieren da eigentlich eine Landschaft hinzubauen und keine Monumente. Bei der Beratung, die wir jetzt für eine Content Factory bei einem großen DAX-Konzern gemacht haben, haben wir uns dann auf diese Roadmap hier verständigt. Das heißt, wir müssen die Trainingsmethodologie festlegen, und zwar nicht die Trainingsmethodologie von heute, sondern die Trainingsmethodologie in den nächsten 2, 4, 6 Jahren. Das heißt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft trainieren, damit wir auch wissen, welchen Content wir bauen. Dazu mein Exkurs jetzt am Anfang. Wir müssen natürlich Zuständigkeiten definieren, es muss eine Content-Strategie entwickelt werden, welcher Content soll wie und wo zur Verfügung gestellt werden. Es muss natürlich dann in der Folge eine technische Infrastruktur definiert werden, und natürlich gibt es, wir haben ja keinen Greenfield-Approach, das heißt, wir gucken nie auf irgendeinen nicht unbebauten Bauplatz, sondern wir haben immer schon E-Learnings, wir haben immer schon Content, der da liegt, unglaublich viel PDF und ähnliches. Wie können wir das aufnehmen und entsprechend zuordnen? Und dann geht es weiter mit der Standardisierung des Layouts, was für eine Content Factory extrem wichtig ist. Denken Sie an den Charlie Chaplin am Beginn der Veranstaltung. Automatisiertes Erstellen von Inhalten beinhaltet eben auch eine Standardisierung der Inhalte. Und da Sie das fachlich nicht hinbekommen werden, weil nämlich die fachlichen Anforderungen die einzige Variable in diesem Spiel sind, ist es extrem wichtig, dass Sie die Rahmenbedingungen stabil halten, weil Sie dadurch bei einer Content Factory einen sauberen Return of Investment generieren können. Das Einbinden dann von Agenturen für die Leistungen, die die Unternehmung selber nicht erbringen kann oder will. Und natürlich müssen die Prozesse, die dann einmal etabliert sind, auch jeweils justiert werden, nach entsprechenden Anpassungen. Es muss gegebenenfalls ein Lokalisierungsworkflow ausgearbeitet werden. Und am Schluss auch ein ganz zentraler Punkt, der heutzutage aus meiner Erfahrung zumindest noch viel zu wenig beachtet wird und der uns sicher in den nächsten Jahren nochmal ganz kräftig auf die Füße fallen wird, ist das Thema Bildungscontrolling. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir Feedbacks erhalten für das, was an Lernen stattgefunden hat. Es müssen entsprechende Surveys gemacht werden, etc. pp. Und für die Content Factory ist das insofern wichtig, als dass dann Einflussnahme darauf passiert, was für ein Content ich anbiete, in welcher Qualität ich Content anbiete und wie überhaupt der Content aussieht. Ich würde jetzt zu diesen einzelnen Punkten ein paar Kernworte sagen. Sie sehen hier immer noch, jetzt beim Thema Trainingsmethodologie, noch weitere PowerPoints und Vorlagen, die wir erarbeitet haben in diesem zehntägigen Beratungsmandat, was wir hatten. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Sie sehen, dass ich genau das, was ich am Anfang gezeigt habe, nämlich die Methodologie, vorher festlegen müsste. Und ich muss natürlich Aspekte von Messbarkeit etablieren. Ich muss die entsprechenden Stakeholder im Unternehmen einbinden, natürlich auch den Betriebs- oder Personalrat. Ganz ein zentraler Punkt, den Sie aber sicherlich alle auch kennen. Dann geht es um das Thema Zuständigkeiten, die definiert werden müssen. Wer ist eigentlich da? Im Falle dann derjenige, der den Hut auf hat. Ich glaube, das ist sehr verteilt. Ja, wir haben das jetzt in diesem Beratungsmandat für eine Akademie gemacht. Und die Akademie beraten, wie sie auch mit den Fachbereichen, die natürlich über das Business Know-how verfügen, wie sie das halt entsprechend dann auf die Straße bekommen über Inhalte. Also auch von daher muss man das, glaube ich, sich genau angucken, wer eigentlich was übernimmt. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist auch, wie man hier gewisse Nachhaltigkeit in den Wissenstransfer bekommt.
Die Content-Strategie muss entwickelt werden, das heißt, mit welcher Art von Content will ich jetzt eigentlich auftreten. Dazu würde ich Ihnen ganz kurz mal eine Matrix zeigen, die wir da auch entwickelt haben. Das ist so eine, die Mutter aller Strategien, ist natürlich immer in Excel. Das heißt, hier ist eigentlich eine Befragung, also die, das Ausgangsszenario wäre, es kommt jemand zur Academy mit einem Auftrag, es muss ein neues IT-System eingeführt werden. Und dann gibt es hier einen Fragebogen, das heißt, man sagt hier, wer ist der Anforderer, wie ist der Umfang der Schulung, um welche Prozesse geht es, um welche Zielgruppe geht es, um welche Sprachen geht es, um welche Dringlichkeit und so weiter und so weiter. Und entsprechend setzt man hier Häkchen oder trägt irgendwelche Werte ein. Das ist quasi wie eine Dokumentation des geführten Gesprächs, des Beratungsgesprächs der Akademie in Richtung des Businesses. Was Sie dann rausbekommen, ist eine Schulungsmethode. Das heißt, Sie sehen jetzt hier eine Aufteilung mit diesem roten Rahmen versehen, was eigentlich die ideale Idee wäre in diesem Fall. Es ging um 10.000 Endanwender, die in dem Fall eine relativ einfache IT-Anwendung kennenlernen sollten, wie man das am besten macht. Die Anwendung war so einfach, dass Präsenztraining fast keinen Sinn macht. Auch eine Anwenderdokumentation ohne Präsenztraining wird hier nicht besonders als sinnvoll erachtet, sondern es sollte irgendwas sein zwischen E-Learning und TT-Guide, also Electronic Performance Support oder E-Learning, sowas in diese Richtung. Und das ist zumindest mal ein guter Anhaltspunkt, wie man dann weiter mit der Content-Erstellung auch vorangehen kann. Dazu gibt es dann noch eine Auswertung, die einfach aus den Daten, die da gesammelt worden sind, hervorgeht. Wo bewege ich mich kostenmäßig, hier in diesem blauen Punkt gesehen, in der Relation zu den zu schulenden Mitarbeitern und wo bin ich zwischen Komplexität auf der unteren Achse und Schulungsumfang auf der senkrechten Achse. Ja, das heißt, da haben Sie einfach eine Zuordnung nochmal. Ich persönlich halte diese Darstellung eigentlich für die wesentliche jetzt hier, weil das tatsächlich ein relativ klares Bild darauf gibt, wie Content strukturiert werden kann und wie man auch das Beratungs-Know-how in Richtung Business entsprechend aufbauen kann oder wie man auch im Business wiederum klar zur Aufwandsabschätzung und entsprechenden Lernmedien kommen kann. Gut, so viel einfach mal als Ausflug zu diesem Thema. Sie sehen, hinter diesen ganzen Dokumenten verbirgt sich eine ganze Menge Arbeit dann auch. Weiter geht es mit der technischen Infrastruktur, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie auf verschiedenen Wegen Inhalte bereitstellen wollen, dann brauchen Sie natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, die dies alles ermöglicht. Ja, also Sie müssen von der Motivation bis runter zur Guidance oder zur Führung im System Dinge bereitstellen. Also diese Push- und Pull-Medienverwaltung muss da sein, es muss eine Datensicherung und Aktualisierung da sein, Sie brauchen ein Content-Management. Wenn Sie mit SharePoint arbeiten, wovon ich ausgehe, muss natürlich ein Interface Richtung SharePoint möglich sein, etc. pp. Also, und es muss natürlich in die IT-Landschaft Ihrer jeweiligen Unternehmung passen. Auch dafür haben wir dann eine Tabelle entwickelt. Als technisches Konzept würde ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Sie finden hier fachliche Anforderungen, Beschreibung von Funktionen, den Nutzen, Nachteil und man kann das Ganze entsprechend dann priorisieren, ob es eine Muss, Soll, Kann oder nicht relevant Thematik ist und das dann mit verschiedenen Anbietern entsprechend vergleichen. Es geht dann hier um die verschiedenen Schritte, Content planen, finden Sie hier ganz links und dann geht es weiter mit Content erstellen und so weiter. Nur um Ihnen einen Einblick zu geben, was dann ein Ergebnis von so einem Beratungsmandat sein könnte. Ein wichtiger Punkt ist, den Bestand aufzunehmen und zuzuordnen. Vielleicht haben Sie es vorher schon in den Folien zum E-Learning-Projekt gesehen. In der Regel produzieren wir doch relativ leicht verderbliche Ware. Oder auch Sie, wenn Sie E-Learning erstellen, dann ist das jetzt, hat das keine Gültigkeit von 3 oder 5 Jahren. Sondern sie bauen etwas für den Moment, ja, und IT-Systeme entwickeln sich, auch Produkte entwickeln sich, das muss man natürlich ganz klar sagen. Deswegen ist die Frage, was mache ich mit der Bestandsaufnahme? Wir haben dann bei dem DAX-Konzern uns dafür entschieden, das Projekt getrieben zu machen, weil ansonsten es einfach viel zu viel Arbeit gewesen wäre, weil hier zum Content tatsächlich alle PDFs, alle Legal Restrictions gehören, PowerPoints, Word-Dateien und was es alles Schönes so in einer Organisation gibt.
und wir dann nach einem kurzen Blick darauf festgestellt haben, dass das nur bezogen auf neue Projekte eigentlich funktioniert. Selbstverständlich müssen natürlich Compliance-Inhalte auch schon vorher so zugeordnet werden, dass man sie auch entsprechend weiter nutzen kann. Layout standardisieren, da ist ja die Chance in solch einer Fabrik tatsächlich, dass sie nicht nur ein Layout festlegen, also ein klassisches, wo ist das Logo, welche Farben nutze ich etc., also das, was ihre Designabteilung oder ihre Marketingabteilung vorgibt, sondern dass hier die Möglichkeit besteht, dann einen Autorenleitfaden, das heißt, wie erstelle ich eigentlich Content, wie sieht Content auch mediendidaktisch aus. Ich habe immer vorher die Lernziele, ich habe immer hinterher eine Zusammenfassung, ich arbeite mit Stoffsicherungselementen, ich nutze Avatare, also wer heute am späteren Vormittag schon in dem Webinar war, hat ja gesehen, was es da für Vorlagen gibt, mit denen man da gut arbeiten kann, dass man das alles schon vordefiniert, um auf Basis dieser Informationen entsprechend da dann tätig zu werden. Agenturen einbinden, hier ist eigentlich der Kernpunkt, den wir dann bei unseren Beratungen auch herausgefunden haben, natürlich eine möglichst vergleichbare, hohe Vergleichbarkeit bei den Angeboten zu realisieren. Ja. Und das ist halt ein entscheidendes Thema. Das heißt, Sie kennen das sicherlich alle, dass Sie sich Angebote über Lernzeiten einholen und das ist eigentlich immer eine relativ starke Blackbox. Und wir haben das jetzt eigentlich so skaliert, dass man das einfach über berechenbare Personentage machen kann. Und man hat dadurch natürlich einen ganz anderen Preisvergleich. Gut, Prozesse immer wieder justieren und etablieren und Qualitätskriterien dazu definieren, Definition von Autorenrollen, die Prozesslaufzeiten festlegen, ist ein zentraler Punkt. Für viele von Ihnen wird das Thema Lokalisierungsworkflow wichtig sein. Das heißt, was mache ich mit Sprachvarianten? Was mache ich auch nicht nur mit Sprachvarianten, sondern auch mit leicht abweichenden Varianten für verschiedene Zielgruppen. Das ist ein Thema, das heißt, das muss technisch unterstützt werden. Das muss aber auch von den Zuständigkeiten geregelt sein. Die meisten größeren Unternehmungen machen es halt so, dass sie Deutsch und Englisch als Standard zur Verfügung stellen und dass die jeweiligen Länder dann zuständig sind für die Lokalisierung. Ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Geschichte. Man kann dann immer noch anbieten, dass man für den Preis X das Ganze dann hier aus Deutschland heraus macht oder aus Österreich oder der Schweiz jeweils, also aus der Zentrale. Aber in der Regel bewährt sich es eigentlich ganz gut, wenn man Konzernsprache Englisch hat, dass man das den Ländern überlässt und die müssen da entsprechend investieren oder eben auch nicht. Das Thema Bildungskontrolling hatte ich vorhin schon noch ein bisschen länger was zu gesagt. Wie gesagt, das ist für uns eine wichtige Geschichte, um Werte und Feedbacks in die Content Factory zurückzubekommen, auch um Optimierung der Vorlagen des Autorenleitfadens zu machen, um auch effizienter zu werden, um also zu lernen aus den verschiedenen Projekten. Sie haben das bei dem Guide vielleicht gesehen, mit diesen Sternen, die vergeben werden können für Content, also eine Gewichtung einfach davor zu geben, ist, glaube ich, ein Schlüsselfaktor für den Erfolg einer solchen Fabrik. So könnte eine Aufteilung aussehen. Sie haben Pre-Production, Production und Post-Production. Auch das würde ich hier nur am Rande streifen. Am Ende aller Tage haben Sie eine Verteilung. Wenn Sie orange sehen, das ist dann halt die Agentur, ja, wo die Agentur, je nachdem, wie Sie es halt vorgeben, mehr oder weniger macht. Wenn Sie an diesen FIFA-Trailer am Anfang denken, ist das ganz sicher etwas, was Sie komplett fremd vergeben. Würde ich mal sagen, also natürlich haben Sie damit auch Arbeit, Sie müssen die Inhalte vorgeben, selbstverständlich, aber Sie werden da nicht hingehen und in der Form Grafikerstellung machen. Wenn Sie sich an die Guides denken, die wir eben beim SAP uns angeguckt haben, da ist es selbstverständlich so, dass das Sie am besten und am flexibelsten selber machen können, also die jeweiligen Bereiche. Da brauchen Sie keine Agentur dafür. Wichtig ist, dass das Ganze in irgendeiner Weise skalierbar ist. Und am Schluss noch ein Blick auf die Zahlen. Auch das ist alles ein bisschen weniger emotional als FIFA-Trailer oder ähnliches. Aber so ist es nun mal. Warum baut man eine Fabrik? Ja, man baut eine Fabrik, um schneller zu sein, ja, um bei hoher Qualität eine möglichst hohe Effizienz auch hinzulegen.
Und ich habe hier zwei Dinge, die wir mit dem jeweiligen Kunden auch ausgearbeitet haben. Das heißt, dass die Zahlen stammen jetzt gar nicht hier von uns. Ich glaube auch, dass die in jedem, bei jedem Kunden nochmal einzeln gerechnet werden müssen. Deswegen sind hier auch so ein bisschen Bereiche angegeben. Wichtig ist nur eins, ich zeige Ihnen gleich noch eine zweite Folie. Die erste Folie, da geht es erstmal um die Nutzung neuer Lernformen und Methoden. Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte vorhin erzählt, dass es eine große Ausschreibung für SAP E-Learning gegeben hat, 120 Stunden. Unser erstes Angebot war über 50% teurer als unser Alternativangebot, um das zu realisieren. Und das Alternativangebot hatte dann auf die viel einfacher und viel schneller zu produzierenden Guides gesetzt. Und das war nachher jetzt aus der Sicht eines Lieferanten, also der TTS, war das der Erfolgsfaktor. Und ich glaube auch, dass das intern der Erfolgsfaktor ist. Sie sparen massiv im IT-Training ein an Präsenztagen und Sie sparen auch im Bereich von Produkt-Sales-Training oder Compliance-Training massiv ein, wenn Sie die Idee von dieser Pyramide am Anfang, was Sie wann und wie und wo produzieren und auch wie bereitstellen, sehr stark beherzigen. Das heißt, wenn Sie dann eine klare Clusterung machen, brauche ich das als elektronischen Inhalt in einer Form von Guide, in einer Form von E-Learning, also von WBT, in einer Form von Präsenztraining. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, wenn Sie hier runter gucken, die letzten beiden Zeilen, erhöhen sich natürlich die Produktionsaufwände und die erhöhen sich in besonderem Maße auch für den Bereich Produkt-Sales-Training und Compliance-Training. Sie müssen viel mehr Zeit da rein investieren, um in diesem Bereich Produkte zu machen, die auch bei Ihren Mitarbeitern ankommen. Ja? Also wenn die nicht sexy sind, dann lassen Sie es lieber bleiben. Also wenn es hier nur um E-Reading geht, dann schicken Sie gleich ein PDF. Ne? Das würde ich mal sagen, ist dann der bessere Weg. Aber es gibt natürlich sehr viele Fälle, wo ein PDF auch ausreicht, wenn es an der richtigen Stelle zur Verfügung gestellt wird. Also das ist allein hier die Einsparung, die Sie haben, wenn Sie nochmal darüber nachdenken, wie Sie in Zukunft trainieren wollen und wie Sie in Zukunft Content bauen wollen. Das hat mit der Content Factory per se erstmal noch nichts zu tun. Und das bringt mich jetzt weiter zur zweiten und damit auch zur letzten oder vorletzten Folie. Was haben wir für Synergien bei der Content-Erstellung mit einer Content Factory? Also was ist der Unterschied zwischen einzelnen Projekten, die Sie an Lieferant A, B und C geben oder die Sie bei Ihnen intern im eigenen Bereich machen, zu einer Factory, wo Sie eine IT hinstellen, wo Sie gewisse Aufwände natürlich auch haben, weil die Fabrik erst gebaut werden muss. Ein umfangreiches Template-Konzept hilft Ihnen weltweit Standardisierung durchzuführen. Ja, und der zweite Punkt, der spielt genau da rein, das heißt, Sie haben viel weniger Testaufwände im technischen Bereich. Sie alle kennen das, dass Sie von drei Lieferanten Inhalte bekommen und alle drei sagen, das ist ICC und SCORM-compliant und dann stehen Sie vor dem LMS. Und die LMS sagt aber was ganz anderes. Oder es gibt immer wieder Probleme oder Defizite und da muss irgendwas getan werden. Hier hätten Sie eine Vereinheitlichung, die getestet und evaluiert ist und die dann entsprechend in Ihre IT-Welt passt und die so durchgezogen werden kann. Sie haben einheitlichen Workflow-Prozess, das heißt, wenn das ein Content-Management-System ist, haben Sie alle Möglichkeiten, die Dokumente an Qualitätssicherung zu übergeben, von Qualitätssicherung zurück zur Projektleitung, dann zu releasen oder in einen Lokalisierungsworkflow zu geben, immer zu wissen, wo Ihr Projekt steht. Das bringt uns zu Zeile 3, sauberes Projektmanagement für Content-Erstellung. Sie können jederzeit auswerten, wo Sie eigentlich gerade stehen mit Ihrem Projekt und müssen nicht bei drei Lieferanten anrufen und sagen, wie weit bist du, wie weit bist du, wie weit bist du und warum ist das noch nicht geliefert und was ist der Status. Das heißt, Sie haben die ganze Zeit den Überblick, wie Sie da arbeiten. Und natürlich haben Sie einen festen Framework, das heißt auch für Ihre Ausschreibungen wird es einfacher, weil Sie Kontingente ausschreiben und sich dann auch den ganzen Einkaufsprozess natürlich dadurch optimieren können. Dazu kommt dann in der letzten Zeile die ganze Frage des Electronic Performance Supports. Hier wird der Content sicherlich zu 90% oder mehr von Ihnen erstellt. Und er kann schnell und sehr einfach erstellt werden, weil das Recording extrem simpel ist. Das heißt, hier schaffen sich die Leute einfach Luft, weil sie ständig sonst die Frage ihres Nachbarn beantworten müssen, passt es oder passt es nicht oder wie ging das nochmal? Und Herr Notheiß, Sie wissen doch immer, wie das geht in Salesforce jetzt oder in anderen Anwendungen.
Und irgendwann reicht es dem ja notheiß und dann schickt er dem Herrn Uder einfach mal einen Guide und sagt, guck mal, jetzt mach's mal so und so. Also das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache, die dann auch eine deutliche Kostenreduzierung erreicht. Gut, ich bedanke mich für diese Parcours de Force, ja, den wir hier jetzt gerade geritten sind. Ich hoffe, Sie konnten einige anregende Dinge hier mitnehmen. Mir ist bewusst, dass ich einiges ein bisschen durchmischt habe und ich hoffe, ich habe Sie jetzt hier nicht überfordert, auch nicht unterfordert. Das ist ja eigentlich noch schlimmer als überfordert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie unserer Webinarwoche treu. Es kommen noch ein paar Webinare mit spannenden Themen und ich freue mich jetzt noch, Ihre Fragen beantworten zu können im Chat. Merci.